Was redet der alte Mann da? Ich raffe nichts. Genau, ich wollte gerade erklären, ich mach mal ein bisschen leiser, oder? Genau, ihr hört schon an der Musik, dass es nicht das herkömmliche Final Fantasy 9 ist. Allein schon an der Musik hört ihr das. Das hier ist eine gemoddete Version. Was wurde dabei gemoddet? Zum einen Widescreen. Das heißt, das Originalspiel ist ja im Format 4:3. Diese gemoddete Version ist im Breitbildformat, also 16:9. 16:9 müsste es, glaube ich, sein. Dann, ihr seht schon, wie geil das hier alles aussieht. Das ist alles in HD. Die kompletten Hintergründe vom Spiel, ihr werdet es dann gleich sehen, wurden auf HD von einer KI hochgerechnet. Das sieht alles richtig, richtig toll aus. Dann habe ich eine Mod installiert, die das Gameplay ein bisschen verändert, sodass es ein bisschen anspruchsvoller wird, ein bisschen schwieriger. Ja, einfach ein bisschen anders ausbalanciert das Ganze. Es ist Content mit reingemoddet, der es nicht ins fertige Spiel geschafft hat, also sozusagen so ein Beta-Content ist mit drin. Die Filmsequenzen sind schärfer. Genau, die Mucke ist neu arrangiert teilweise, habe ich schon gesagt. Es gibt eine andere Möglichkeit, an Steiners beste Waffe Excalibur 2 dran zu kommen. Als die 14-Stunden-Methode. Ey, es gibt 4 neue optionale Bosse und man kann Beatrix mit ins Team reinnehmen. Ja, also Unmengen an Veränderungen. Ich würde sagen, einfach let's go. Und ihr fragt, wenn ihr irgendwas nicht rafft. Let's go. Ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Und jetzt könnt ihr erstmal genießen, weil allein schon die Optik ist aufgehübscht. Ist echt geil. Covenant, grüß dich. Ja, Final Fantasy 9. Ich freue mich auch. Schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Soll ich die Cam eigentlich oben links lassen oder wollen wir die wieder oben rechts haben? Mir ist das egal. Ich mach sie mal gewohnt ist oben rechts, oder? Machen wir sie oben rechts hin. Freut mich zu hören, Covenant. Ihr müsstet jetzt mal das Intro im Vergleich im Original anschauen. Wie viel schlechter das aussieht. Das ist unglaublich. Also, das ist... Man denkt zwar, ja, wie viel besser kann man das machen und so, aber das sieht schon echt besser aus. Ich weiß nicht, mit welchen Methoden man das hinbekommen hat, aber das sieht einfach besser aus als im Original. Let's go. Ach, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Zurück in Final Fantasy 9. Ich könnte dieses Spiel... Ich liebe es einfach. Das ist einfach ein so schönes Spiel. Das kann man durchaus mehrfach spielen. Versuche mich mit Streams von meiner bevorstehenden Operation abzulenken. Somit danke. Dann frage ich jetzt auch gar nicht, was für eine Operation auf dich wartet. Außer du möchtest das erzählen. Aber dann versuchen wir dich abzulenken. Sowas ist immer ganz gut. Müsste mit DLSS gemacht sein. Keine Ahnung, Jonas. Kenne mich da nicht so aus. So, jetzt guckt mal. Allein schon der Text hier und alles. Wie krass HD das ist. Wie crisp das ist. Das gefällt mir so gut. Und Jordan schreibt, guten Abend, Chat, Mods und Gluon. Du spielst mit die besten Games, muss ich einfach mal so sagen. Immer toller Content, ein toller Creator. Jordan, vielen Dank, ey, für die netten Worte. Vielen lieben Dank, mach's dir bequem hier. Ich hoffe, auch dir geht's gut.
So machen wir das, Covenant. So machen wir das. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier? So, okay, Steuerung passt schon, das müssen wir nicht lesen. Mach gleich eine kleine Einstellung fürs Menü. So, und zwar, ihr seht schon, das gesamte Menü hier sieht ganz anders aus. Also auch also schon aufgehübscht, aber jetzt, also dieses Dunkle sieht schon geil aus, aber jetzt passt auf. Wartet ab. Fensterfarbe, klassisch. Ich find's so geil. Fragt mich nicht warum, aber ich find das optisch einfach so geil. Gefällt mir richtig gut. Ach, geil. Let's go. So, ich weiß, hier konnte man Items finden. Bin ein alter Final Fantasy 9 Veteran, 47 Gil. Wir werden natürlich wieder versuchen, 100% zu machen. Na, so gut es geht irgendwie. Tatsächlich geht's mit diesen Mods sogar noch besser, die 100% zu machen, als ohne. Und wir nehmen uns Zeit, Leute. Wir hängen hier zusammen ab und träumen ein bisschen in dieser sehr, sehr schönen Welt. Kerzen anzünden. Der Final Pfandsammler ist zurück. So sieht's aus, Leute. Und jetzt guckt mal, wie gut das aussieht. Wie sie da bestätigen wir. Volk, Mensch, Besonderheit, hat einen Schwanz. Geschlecht, männlich, Alter 16 Jahre, ist Rechtshänder. Bestätigen wir. Guckt euch das an, wie geil das hochskaliert ist. Das sieht einfach aus wie ein Gemälde. Ich find's so gut. Ich bin's, Zidane. Wenn es das alles einfach mal so für die PlayStation geben würde, aber da merkt man einfach wieder die Vorteile von einem PC. Auf jeden Fall, Jordan, auf jeden Fall. Coole Änderung, das Bildschirm vom Namen. Ja. Es ist schon echt hübsch. Ich finde auch mit den Mods einfach so schön. Lasst mal komplett reingenießen, Leute, ey. Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung, übrigens, ist der Chef schon da? Na, nun ne, Zifix. Bam! Let's go! Hört ihr den Soundtrack? Hört ihr den Soundtrack? Ey, so geil neu arrangiert. Ich glaube, die Lautstärke muss ich noch ein bisschen runterdrücken. Du bist nicht gemeint, Olli. So. Hallo, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Da kommen sie alle, die Final Fantasy Fans. So, jetzt wird erstmal schön reingeklaut. Potion geklaut. Wir klauen erstmal alles, was geht. Zillenqueda geklaut. Geil. Diebstahl fehlgeschlagen und klauen. Armreif geklaut. Das müsste alles gewesen sein. Ich glaube, es gibt immer maximal 3 Sachen. Nochmal ein Test. Ein habe nichts. Let's go. Angriff. Und guckt mal die Stages hier, wie gut es aussieht. Es sieht so gut aus. Oh mein Gott. Mir geht's auch gut, Baloo. Ich habe richtig gute Laune. Der Soundtrack, ey. Das klingt so geil. Gibt es auch von Final Fantasy VII so eine Version? Ne, ich habe ja auch ein gemoddetes Final Fantasy VII gespielt, bei dem auch die Grafiken so abgescaled sind. Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, ob man das so 1:1 vergleichen kann, aber so eine krass hochgemoddete Version habe ich ja gespielt, tatsächlich, Soul Gamer. Dann erstmal den Koch verprügelt, voll. Ihr! Habt ihr inzwischen sogar was drauf? Gut, dann machen wir jetzt mal Besprechung. Dum, dum. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz führt uns diesmal in das Königreich Alexandria. Wie ist die Lautstärke, Leute? Ist es gut?
Lautstärke, passt alles? Unser Einsatz führt uns diesmal in das Königreich Alexandria. Dort werden wir, die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande, uns die Prinzessin gar nicht schnappen, jawohl. Gut, und jetzt red IC fix. Bald kommt unser Schiff in Alexandria, oh, das, wo wir jetzt gerade drin sind, C fix. Wenn unser Ohrens angekommen ist, lasset mir uns nix anmerken. Und spielen das in Alexandria, sakrisch bliebte de Aderstiegel. Deine Taube möchte ich sein, C-Fix. Markus spielt die Hauptrollen. Markus, C-Fix. Wer hat mein Bestes geben und so? Aber die Hauptrolle bei der Entführung spielen Sidan und Blank und so. In der Pause starte ich dann ein kleines Ablenkungsmanöver. Mit Hilfe dieser Viecher hier. Weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss. Aber was soll's, ich krieg das schon gebacken. Gut, und dann kommt auch noch dein Auftritt, Zidane. So. Ach so, bin ja erst gegen Ende des Final Fantasy 7 Streams zu euch gestoßen. Also wenn das jemanden interessiert, ich habe Final Fantasy 7 auch richtig krass gemoddet gespielt. Kann durchaus passieren, dass wir das auch nochmal spielen, weil die Mods sich aktuell immer weiterentwickeln. Wen das interessiert, ich habe einen YouTube-Account. Da ist das alles hochgeladen. Da könnt ihr die kompletten Final Fantasy Streams, die ich gespielt habe, euch in Ruhe reinziehen, wenn ihr auf sowas Bock habt. Guter Akzent, das gefällt mir. So geil, wie der Bayerisch spricht, ne? Die deutsche Lokalisation ist schon echt genial geraten. Immer noch, die ist extrem gut, die Lokalisation. So, alles klar. Ich krall mir dann Königin Brane, oder? Genau, du schnappst dir dann dieses fette, hässliche, alte Brane. Wieder mal gepennt, oder was? Na gut, ich krall mir dann Prinzessin Garnet, oder? Genau, du schnappst dir dann Alexandrias kleines Juwel, die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet. Wenn ich den Koch spreche, sehe, kommt der Österreicher in mir hervor. Nice. So, weiter geht's. Ach, schön. Ihr müsst halt echt damit leben, dass ich mir sau Zeit nehme für alles. Dass ich einfach genieße und mein komplettes Final Fantasy 9 Fandom auslebe. Danke für die Links, Mods. Danke, danke. Vivi! Das sieht so gut aus! Das sieht einfach so gut aus! So, und jetzt wird man gleich erschrecken, weil das hier ist ja jetzt gerendert und das Ungerenderte wird jetzt gleich besser aussehen wie das Gerenderte. Und zack. Das ist so witzig, dass das Ungerenderte jetzt besser aussieht als das Gerenderte. Geht's dir gut? Hier, dein Ticket. Mach's gut. So. Wir sind jetzt ein kleiner Boy und rennen hier mal eine Runde rum. Wir werden alles erkunden. Es gibt so viel zu sammeln und zu finden. Könnte sich hinter dieser Statue etwa etwas befinden? Eine Potion! Jedes Jahr nach Alexandria zu kommen, sich das Theaterstück anzusehen, das ist so etwas wie ein Statussymbol für die Adligen. Was ich an Final Fantasy 9 auch total gerne mag, ist, dass einfach so manche Bewohner einfach so Tiere sind. Hier so ein Vogel, so ein Hund oder was das hier sein soll. Da hinten so ein Fisch. Ich mag das. Es ist einfach ein wunderschönes Märchen. Du siehst nicht gerade wie ein Proletarierkind aus, aber irgendwie auch nicht wie eines von uns Adligen. Diese Proletarierkinder wuseln immer noch irgendwo durch die Gegend. Ach, wie lästig. Außerhalb der Stadt ist es allein ziemlich gefährlich.
Hier geht's zur Stadt raus. Adlige, Adlige! Selbst der Finger ist hochskaliert, ja. Dum dum di. Die Echsenmenschkarte erhalten. Yay! Karten, Leute. Wir haben Karten. Es geht schon gut los. Die Tridentos-Karte. Oh. War er hier? Ich erinnere mich. Warte mal. Wir müssen alles absuchen. Kein Ausrufezeichen. Hier, ich wusste es doch. Die Zombie-Karte. Hatte ich es doch richtig im Kopf. Die sexy Wachen, ja. Milz der Karten. So, ach schön, 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 Leute. Ich freue mich so. Ich freue mich, zurück hier zu sein. Krank, wie gut Final Fantasy, also wie toll ich das Spiel finde. Die Innenräume sehen so gut aus, Mann. Ihr müsst jetzt damit leben. Ich werde mich jetzt die ganze Zeit freuen, ne? Gleich hab ich es. Frieda, ich bin zu Hause. Ich habe Irias Weste aber noch nicht fertig. Sei doch so gut und mach derweil noch einen kleinen Spaziergang, ja? Hoho, ist doch jedes Jahr dasselbe. Die verätschelt die Kleine doch völlig. Die Notgroschen einfach mal eingesackt. Ein Fantasy 9 Pin-Up, ja. Die Isegrim-Karte, let's go. Und eine Potion. Der Panzersammler ist halt wieder komplett am Start. Bei dem Muster wird mir ganz schwindelig. Bam. Autsch. Pass auf, wo du hinlatschst. Gut, die Arbeit wäre für heute erledigt. Ich muss mich langsam fürs Theater fertig machen. So ein Theater. Und noch eine Potion. Ach, schön. Allein das Looten ist in dem Game schon so angenehm irgendwie. Ehrenwerter Adel aus Treno, mit Verlaub gestatte ich mir, die Führung zum Schlosse Alexandrias zu übernehmen. Tut. Na dann mal los. Sieht aus wie ein verdammtes Gemälde. Ich raste aus. Das hier habe ich alles noch nicht gesehen, Chat. Ich habe es nur die erste Szene angespielt. 33 Gil. Goblin-Karte. Boah, sind die Adligen aber schick angezogen. Zweimal Jonas im Bild. Jonasse fliegen rum. Immer lächeln. Da da dam di da da dam 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 da dam bam bam. Kampfpudding-Karte. Oh, wir haben jetzt schon genügend Karten beieinander für ein Kartenspiel tatsächlich. Da 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 di da dam dam dam. 27 Gil. Yay. Einmal noch. Heute Abend wird der Laden gerappelt voll. Und dennoch wird das heute mein letzter Abend. Obwohl heute Abend das Theater ist, bin ich irgendwie deprimiert. Wollen wir Karten spielen? Ich muss erst speichern. Dann können wir Karten spielen. Oh Gott, wir werden hier ewig sein, weil ich alles looten werde. Ich werde erstmal Karten spielen. Werden wir Seil springen?
Wow, du hast ja ein Ticket für das Theaterstück heute Abend. Na besser, du löst das gleich beim Ticketschalter auf dem Marktplatz ein. Nur wenn du dir nämlich einen Stempel geben lässt, darfst du ins Schloss, weißt du? Dax Itemladen, ob Phönix, Feder, Potion oder Antidot. Du kannst dich immer auf Dax Items verlassen in der Not. Das willst du echt antun mit dem Seil springen? Easy. Mei, easy ist kein Problem. Wird komplett easy. Hereinspaziert. Braucht hier aktuell nichts. Aber ihren Loot, den nehme ich mit, Sir. 38 Gil. Ey, sich auch mal einen echten Moment Zeit nehmen und das Interieur so ein bisschen angucken. Das Hochskalierte. Sieht einfach so gut aus. Sollen wir gleich zum Seilspringen gehen? Komm, let's go. Magst du mitspielen? Aber klar. Okay. WTF. Ich glaube, mehr als 200 Mal brauchen wir auch nicht machen. Ich glaube, alles andere ist nur für ein Achievement, soweit ich es richtig weiß. Und bis 200 kriegt man Items. Vielleicht kann das kurz jemand abchecken, wie es aussieht. Oh, ey, ich war gerade so im Tunnel, Leute. Alter Schwede. Mein Herz hat richtig gepumpt. So. Was habe ich denn alles gekriegt? Ich mag nicht mitspielen. Nein, ich will doch gar nicht. Oder muss ich... Habe ich mehrere Sachen jetzt gekriegt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. 300 gibt es noch eine Karte, ab 300 kriegst du noch einen Stab. Waisenstabkarte, 1000 Sprünge, Königshopser, wertvolles Item. Sollen wir die 300 probieren? Kannst probieren. Scheiße. Boah, nee. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Session dann. Es ist mir ein bisschen zu spät. 200 ist ja schon mal ganz gut. Wir müssten jetzt, glaube ich, mehrere Karten gekriegt haben. Den Kaktor, genau. Das hier, die Genji-Rüstung. Das hier. Okay, 300 Sprünge. Ist schon machbar. Das kriege ich schon hin, wenn ich beim First Try über 200 mache. Aber ich glaube, das machen wir bei der nächsten Gelegenheit dann. Die Blumen Alexandrias sind besonders prächtig, nicht wahr? Ich glaube, es ist mir jetzt mega anstrengend, 300 Sprünge jetzt zu machen. Bist du auch ein Freund von Blumen? Das ist das schön, um die Uhrzeit mal gucken zu können. Das stimmt, Balu, ne? Ist sonst immer schwierig für dich.
Weisenstabkarte bekommt man auch woanders. Ich überleg's mir mal. Es war jetzt nicht so schwierig für mich, die 200. Wie gesagt, auf der Switch-Version ist das Timing so beschissen. Also das ist so ein Kack. Und das hier ist das Original-Timing von der PlayStation. Und da kann man das viel einfacher machen. Seit 30 Jahren rackern wir uns ab, um uns endlich ein Ticket für das Theater leisten zu können. Ich bin ja so glücklich. Ether erhalten. Da ich heute mit meiner Alten ins Theater gehe, ist heute ausnahmsweise geschlossen. Na gut. Mach das, Lara. Schlaf schön dahin. Habt ihm schon dreimal gesagt, ich mach gleich zu, aber der hat wohl kein Zuhause. Welches Schwert nehme ich denn bloß? Hätte ich doch nur ein bisschen mehr Bares. Kommt zur Pluto-Truppe. Im Schloss Alexandria sind wir ständig auf der Suche nach neuen Soldaten. Für unsere Pluto-Truppe. Tapfere Recken bewerben sich also sofort. Dient bei der Pluto-Truppe für ihre Majestät, für das Vaterland. Hauptmann der Pluto-Truppe. Ja, schlaf du dann auch fein, Lara. Meine wertvollen 3 Karten habe ich so genial versteckt, die findet keiner. Und wir wetten, Hippo. Im Schloss dürfen nur Adlige oder Leute im Besitz eines Tickets in das Schloss. So. Phoenix Downer. So, nicht sicher, ob hier noch was lag in der Gegend. Müssen wir noch schnell die Ränder ein bisschen absuchen. Hier vielleicht? Oder war das nur mit dem Talken? Ja, das war hier mit dem Talken. Diese Statue wurde errichtet, um die herausragenden Heldentaten dreier Pluto-Soldaten im 15. Lindblumschen Krieg im Jahre 1601 zu ehren. Hier hinten dran noch was? Was erlaubt ihr euch, dass ihr kein Zimmer frei habt? Das soll doch wohl ein Scherz sein. Ich bin untröstlich. Bursche, willst du mir dumm kommen? Ich habe extra reserviert. Himmel, Arsch und Zwirn. Stadtmenschen, da kriegt man es ja mit der Angst zu tun. Das sieht so gut aus. Alter Falter, sieht das gut aus. Tut mir leid, heute ist alles ausgebucht. Mach Platz! Und die Dicke. Rammt uns weg. Aber Chat, ich würde sagen, ich habe nicht zu viel versprochen. Sieht unglaublich gut aus. Ich genieße es gerade, jeden Raum so ein bisschen anzuschauen. Also, klar. Natürlich weiß ich, im Vergleich zu einem modernen Spiel sieht das jetzt nicht ultra geil aus, aber dafür, wie alt dieses Spiel ist, was man da rausgeholt hat, dafür ist es enorm geil. Siehst du nicht, dass ich gerade arbeite? Stör mich nicht. Dann. Hier eröffnet bald ein Kleinkunsttheater, betreten verboten. Rangliste, Seilspringen. Der erste Platz 203 Mal, zweiter Platz 22 Mal, Platz 1 3 Mal. Also ich bin schon auf dem ersten Platz. Vielleicht will ich die 300 Mal. Aber 300 ist schwierig. Ab 200 wird der Rhythmus unregelmäßig. Augentropfen. Nice. Ab 200 ist es kein regelmäßiger Rhythmus mehr.
Hallo, da bist du ja wieder. Da bin ich wieder. Zum ersten Mal fällt mir auf, dass der Handwerker Dante heißt. Ja, der heißt Dante, das weiß ich sogar. Dum, dum, dum. Da liegt doch was, ein Zelt. Überall der Pfand. Dum, dum. Eine Potion. Dum, 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 dum. Im Pfand sammeln bin ich gut. Dum, dum. Bin der Pfandsammler mit nem Hut. Dum, 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 dum. Am Seil ziehen. Denn ich weiß, in der Glocke ist auch Pfand. Die wundervollen Karten von Hippo. Dum, 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 da, 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 dum. Hey Kleiner, wenn du da drüber nachdenkst, dich mit in einem Boot ins Schloss zu schleichen, dann vergiss es. Hab das letztes Jahr selber so machen wollen, aber die Palastwachen haben mich sofort Kiel holen lassen. Shit. Die Schiffe heutzutage fliegen ja mit der Kraft des Nebels, aber eigentlich fuhren Schiffe ja früher auf dem Wasser. Damals die gute alte Zeit, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Meine kleine Miezekatze ist verschwunden. Sagst du mir, wenn du sie siehst? Na klar. Danke. Let's go, Katze suchen. Lass mich halt meckern, ist Olli. Das ist Olli. So, das Gör ist rausgelaufen. Jetzt können wir da rein und oben noch den restlichen Pfand sammeln. Wie die Leute einfach alles irgendwo hinwerfen, das macht mir gar nichts. Soul Gamer, das sollen die Leute nur machen. 3 Gil, das war's wert. 3 Gil waren's wert, also da kann man nichts sagen. Wobei ich ja mein Gespräch mit jemandem noch haben werde, gibt's ja sogar einen Clip von, das stimmt, Olli. Alles fit im Schritt. Ach schön, wir haben schon eine richtig gute Zeit an den Sonntagmorgen zusammen. Das ist schon echt was wert. Wir können ja mal einen Kaffee trinken gehen. So. Wo ist... Was wollte ich jetzt? Katze. Katze, Katze, Katze. Da 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 dam 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 dam. Olli ist platt? Ja, wir machen auch nicht mehr ewig. Ich wollte nur den Anfang spielen, Olli. Mach dich ab in die Haie. Den Anfang hier machen wir noch. So, da ist die Katze. Du hast sie gefunden. Komm, gehen wir. Vielen Dank. So, suchen wir ihn nochmal auf. Ich glaube, er gibt uns dann was. Ah, ich muss noch einstellen. Immer rennen. Optionen. Fortbewegung, rennen. Das ist angenehmer. Danke, hier, das schenke ich dir. Eine Bomberkarte, nice. So, ich glaube, kartenmäßig und so haben wir hier schon mal erstmal alles eingesammelt. Wir können jetzt dann natürlich Karten spielen, das machen wir auch noch, aber erst, wenn wir speichern können. Um das Risiko zu minimieren, Karten zu verlieren. Zum Ticketschalter gehen.
Und das Seilspringen, das kann man auch beim zweiten Besuch dann im zerbombten Alexandria, könnte man dann die 300 noch machen. Müssen wir nicht jetzt machen. Wie kann man zu Diensten sein? Tickets vorzeigen. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla, ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Oh nein. Nun schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber... Schau mal, ich schenke dir das hier und jetzt Kopf hoch, ja? Eine Goblin-Karte, eine Isegrim-Karte, eine Skeleton-Karte. Wenn du etwas über das Kartenspielen wissen willst, dann frag doch Seitenstraßen-Check. Der ist ein echter Profi. Herrschaftszeiten, weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht. Puh, das war's dann. Endlich Feierabend für heute. Hey, du da, dein Ticket vorhin. War doch eine Fälschung, oder? Ja, war eine Fälschung. Wer hat meinen Untertan? Dann nehme ich dich auch zum Theater mit. Okay. So ist's recht und schon erteile ich dir deinen ersten Befehl. Schau, ob von drüben niemand kommt. Ist die Luft rein? Ja. Sehr gut, Operation Leiterklau kann beginnen. Let's go. Bist du vielleicht Seitenstraßen-Jack? Woher weißt du das? Wer mich Jack nennt, der will meistens eine Runde Karten spielen. Stimmt's oder habe ich recht? Was, du kennst die Regeln nicht? Wie beibringen soll ich sie dir? Na, von mir aus, ich habe heute eh nichts mehr zu tun. Also dann, folgt mir mal. Also erstmal für Anfänger. Um ein Kartenspiel zu beginnen, brauchst du erst einmal 5 Karten. Dann laber einfach mal irgendjemanden mit der Viereck-Taste an. Allerdings gibt es auf dieser Welt auch Langweiler, die keine Lust haben, Karten zu spielen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ach ja, Seitenstraßencheck nennt man nicht nur in dieser Stadt. In jeder Stadt trage ich einen anderen Namen. Man will ja inkognito bleiben. Meinen wirklichen Namen willst du wissen. Vielleicht sage ich ihn dir, wenn du mal stärker bist. Danke dir. Ja, der Typ hat mehrere Arme. Das fällt einem im Original gar nicht so auf, weil man es so schlecht sieht, aber der hat mehrere Arme. Ist ganz spannend, die Geschichte von ihm. So, okay, jetzt gehen wir speichern und dann spielen wir noch ein, zwei Runden Karten. In den Glockenturm rein. Hier klettern wir den Turm hoch. Kletter du schon mal vor. Bam. Was guckst du so blöd? Ja, entschuldige, Kupo. Der Kleine da ist ein Moki und heißt Kupo. Kupo. Kupo ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Guten Tag, Kupo. Zur Wiedergutmachung trage ich dir auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also mal auf den Speicherblock speichern möchtest, dann wende dich einfach an uns Mokris, Kupo. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, kannst du dich auch schlafen legen und deine HP und MP regenerieren. Kupo! Alles klar. Also, mach's, Kupo. Also, wir können dann mal langsam. Nein, ich muss jetzt erstmal Karten spielen. Man isst keine Mokris. Man isst doch keine Mokris. Na los, wo bleibst du denn? Bist du's, Kupo? Kupo, bist du's, Stilskin? Diese Aufmachung, du wirst doch nicht... Schon wieder auf Reisen gehen, Kupo? Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht, ich schreib ja auch mal. Das ist nett, Kupo.
Also halt den Bommel steif. Sag Mosche und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Das ist so cute. War das ein Freund von dir? Genau, Kubo. Immer auf Reisen, Kubo. Hey, meinst du, du kommst bald mal? Ich trag dich gleich ein, Kubo. Wir machen erstmal Mocknet. Ich erklär dir mal das Mocknet, Kubo. Über das Mocknet können wir Mokris uns Briefe schicken, Kubo. Das heißt, wir erhalten Briefe und lassen sie uns auch zustellen, Kubo. Aber in letzter Zeit kommt einfach kein Mokri vorbei, Kubo. Deswegen tu mir doch den Gefallen und übernimm du die Zustellung, Kubo. Na klar. Eine Bitte, Kubo. Übergib diesen Brief an Monty. Okay. Dank, Kubo. Gut. Gut. Speichern. Fertig. So, dann noch ein Ründchen Karten spielen, würde ich sagen. Spielt er Karten mit uns? Nein. Okay, suchen wir uns mal ein paar Gegners. Was mit dir? Karten? Na klar, rein da. Regeln zu Tetramaster, brauch ich nicht. Babo. So, zack, bumm. Dicken Karten rein. Zack. Der ist auch ganz strong. Der ist magical strong, rein da. Erstmal alle abzocken. Ja, Regeln brauche ich nicht. Weg. So, der hat nur eine Seite. Erstmal gucken, was wir... Scheiße, ey. Das ist alles ein bisschen schwierig jetzt. Wir nehmen ihn. Ja, 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 ja. Boah, das sieht auch so gut aus, die Karten und alles. Alter, sieht das geil aus. So, den snacken wir uns erstmal da. Ich weiß noch nicht wie. Das machen wir mal so. Okay, okay. Okay. Try this. Das könnte natürlich nach hinten losgehen. Egal. Okay, das geht nach hinten los. Das geht total nach hinten los. Ah, shit. Okay. Ja, jo. Ah, easy. War easy. War easy. Easy gewonnen. Mal keine Angst. So. Er hat keine neue Karte für mich. Nein, keine neue Partie. Wir schauen mal, wo wir noch neue Karten gewinnen könnten. Karten spielen, yes. Ich sollte schon diese Karten hier verwenden, damit die leveln ja die Karten durch Verwendung. Auch wenn sie scheiße sind, von den Pfeilen her, sollte man sie verwenden, weil sie eben mit der Verwendung leveln. Das machen wir einfach so. Okay, strong. Scheiße, wir haben nicht... Wir haben... Scheiße. Jetzt sind wir am Arsch. Wir sind am Arsch, offiziell. Easy, unentschieden. Nee, halt, die will ich nicht. So. Gut, das lief ja gut. Das lief ja gut. Der gehört uns. Den hier hochschlappen. Hm.
kriegen wir locker so. Don't do this! Fuck! Unentschieden, easy, noch eine Partie, easy. Ich glaube, ich gehe auch mal Richtung Profe. Habt alle noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Ärgert mir den Gluon nicht zu sehr. Ich sehe alles. Schlaf gut, Jonas. So soll's sein. Alle ins Bett gestreamt langsam. Wir machen auch dann bald Feierabend. Go. Bam. Nice. Jetzt pass auf. So. Okay, den kriegen wir leider nicht. Davon haben wir null. Nehmen wir einen ins Inventar. Danke. Spielen. Der hat nur gute Verteidigung. Okay. Hat funktioniert. War easy. War easy. So, holen wir uns die beiden noch. Gar kein Problem. Bam. Bam. So, den Cerberus hätte ich natürlich jetzt gerne gehabt. Der ist saustark. Von diesen Schrottkarten brauche ich ehrlich gesagt keine. Man könnte sich hier natürlich echt schon starke Karten erspielen. So. Aber ich glaube, wir machen hier an der Stelle Feierabend. Oh. Ja. Boah, ich stream schon fast 7 Stunden, Leute. Das reicht für heute. Das reicht. Oh. Ich werde auch müde. Ich gehe mal speichern und dann machen wir Feierabend. Ich raid euch aber noch wohin, falls ihr noch den Freitag irgendwie rumbringen müsst. Es reicht. Ja, also wie gesagt, Final Freitag, neuer Stream-Slot, den ich ganz gerne so etablieren würde. Und ja, vielleicht, wenn es... Also beim Freitag ist es so, der wird nicht so zuverlässig bleiben oder so zuverlässig sein, wie die Sonntage oder die Mittwochstreams. Die sind ja sehr zuverlässig. Sonntage sind ja fast jeden Sonntag. Mittwochstreams auch sehr regelmäßig. Der Freitag wird nur dann stattfinden, wenn es bei mir gut reinpasst und ich Lust habe. Ja? Also ich möchte das gerne öfter machen, den Final Freitag, und da in Ruhe Final Fantasy spielen. Das nächste Mal geht es dann einfach hier weiter. Aber kann sein, dass ich zum Beispiel nächsten Freitag, dass es einfach nicht bei mir reinläuft, dann fällt das aus. Ihr werdet aber immer, wie immer, auf Discord informiert werden. Ich habe unheimlich Bock, hier weiterzuspielen, muss ich sagen. Ich habe unheimlich Bock. Aber jetzt haue ich mich noch aufs Sofa, gucke noch 1-2 Folgen von einer schönen Serie und ja, dann können wir noch kurz hier...